Alter, minus 101 Grad. Da gefriert dir die Lunge beim Atmen. Hör auf zu lügen, Wärmeschutz stabilisiert sich gar nicht. Wie lange eine Minute sein kann, ne? Und das ist ja Echtzeit, was da steht. Mag man gar nicht glauben, ne? Achso, und für die Leute, die selber No Man's Sky spielen, ein kleiner Tipp habe ich heute rausgefunden, für die, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben oder so, um mal ein Größenverhältnis zu bekommen, wie klein man ist, auch im Weltall, geht einfach mal im Weltall, also oben, einfach mal vor, zum Beispiel vor dieser großen Raumstation oder vor einem Planeten, so kurz dicht davor in den Fotomodus. Da bist du so klein. Und die Welt ist so groß. Voll riesig. So, wir müssen in die Richtung da hinten. Da hinten waren Kryozagen noch mehr. So, hier waren wir, glaube ich, irgendwo gewesen. Ich scanne nochmal eben die Gegend ab. Guck nochmal die Bäume an. Ja. Ich glaube, wir waren noch ein bisschen weiter, ne? Kann das sein? Boah, ich will auch unbedingt das neue Fahrzeug haben, das große. Das habe ich ja noch nicht. Es gibt ja noch ein Fahrzeug. Das habe ich ja noch nicht gecraftet. Da will ich auch noch hin. Das sind alles so Ziele noch erste für die erste Staffel. Und wenn wir die erste Staffel geschafft haben, ja, mit den Zielen, dann kommt die zweite. Und dann werden wir noch ein bisschen weitergehen. Dann wird es erstmal so sein, dass in der zweiten Staffel wahrscheinlich das so sein wird, dass ich wahrscheinlich einen neuen Planeten suche. Also komplett vielleicht neu anfange. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Vielleicht aber auch mit dem Account, aber halt einfach nur einen komplett neuen Planeten suche. Wo ist denn jetzt? Achso, Sturm hat sie eh aufgelöst, ne? Oder? Oh, Plutonium. Kann ich mitnehmen. Ach, wie herrlich das ist, vom Fahrzeug einfach mal zu machen. So, nimm mal alles mit. Nochmal alles abscannen. Und ich steige nochmal aus. Vielleicht finde ich das hier mit dem Scanner irgendwie besser. Oder zu Fuß. Kann ja immer noch zum Auto gehen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 248. Das ist übrigens meine ehemalige Hausnummer gewesen, wo ich früher gewohnt habe. Wie lustig, dass mir das gerade einfällt. Was wollte ich sagen? Das ist nicht viel, ne? Weil wir brauchen ja für Glas, wir können ja mal schauen, wie viel brauchen wir denn für Glas? 30, das ist nicht viel für eine Glasscheibe. Das ist nicht viel. Das heißt, wir müssen echt noch ein bisschen weiter farmen. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Nein, 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 nein. Oh. So. So, nochmal scannen. Wieso gehen denn jetzt hier diese Kryozagenpflanzen aus? Gerade so viele gefunden, jetzt auf einmal keine mehr? Was ist denn da los? Ach da. Ich habe nichts gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich freue mich schon auf die Rückreise, wenn wir dann wieder zurückkommen. So. So, dann bleibe ich mal in der Gegend hier. Scanner wird aufgeladen. Oh, da ist nochmal Zink. Kann man auch mal gut gebrauchen. Aber keine weiteren Kryozagen hier. Egal, Hauptsache Zink mitnehmen. Aber kann es sein, dass Kryozagen viel in kälteren Bereichen unterwegs sind? Oh Gott, wieder so ein Grand Canyon hier. Ja, Scanner wird aufgeladen. Ich drücke mal drauf, obwohl er noch gar nicht aufgeladen ist. Tamium, ja, schön, ja. Juckt mich gerade mal gar nicht. Toll. Da ist schon wieder eine... Ah. Das lasse ich mir nicht entgehen. Wenn da wieder ein Nanithaufen drin ist, freue ich mich, weil das brauchen wir ja auch für bessere Waffen. So, exotisch, was ist das? Achso, andrehen. Können wir mitnehmen, komm, was warm haben wir. Na.
Hier war das. Aua, lass das. Ja, Nanitaufen. Jetzt sollte ich hier schleunigst weg, weil wir hier angegriffen werden. Ich habe keine Lust auf irgendeinen Kampf mit irgendeinem Vieh. Ansonsten bombe ich das gleich einfach weg. Das klingt ein bisschen falsch in der jetzigen Zeit. Ich sage mal, ich bringe es einfach mal weg. Zum Schlafen. Vielleicht sollte ich mal versuchen, da oben raufzukommen auf diesem Berg. Vielleicht ist da oben Kryozagen zu finden. Weiß es natürlich nicht. Oh Gott! Das gibt's doch nicht. So knapp bin ich vorbeigesprungen. Das ist doch nicht wahr. Achso, was ich fragen wollte, wie ist eigentlich die Streamqualität für die Leute, die im Stream zu gucken? Geht das eigentlich? Kann man das gucken oder ist das heute eher so mau? Aber eigentlich müsste es ja nicht mehr so schlimm sein, ne? Weil eigentlich müsste die Leitung ja reichen, die ich damals bestellt hatte. So. Ah, Freunde, ich werde nicht alt bei dem Spiel. So, jetzt werde ich von hier oben nochmal scannen. Ja, Scanner wird aufgeladen, aber jetzt nicht mehr. Mhm, okay, okay. Aber recht schön ist es hier, muss man ja sagen, ne? Da oben sind irgendwelche Kisten. Fahrzeug steht da unten, ja. Hallo, mein Freund. So. Na. Füttern, womit? Womit füttern, womit? Iridium nötig. Ah, hier. Mein Freund. Ah, da oben, guck mal. Yeah. Kannst du mir Kryozagen finden? Das wäre ganz nett. Das ist nämlich das, was ich gerade brauche. Oh Gott, da oben. Wie geil doch diese Welten kreiert werden, ne? Die werden ja immer, sind ja immer prozedural generiert worden. Aber wie geil das gemacht ist. Durch diese wunderliche Formel, wo waren das jetzt? Ah, hier. Stehe ich direkt vor. Stimmt doch gar nicht. Ich muss mich gleich aufwärmen. Ich mach das mal hier eben. Hier ist nämlich eine Höhle. Was haben wir hier? Chrysonit. Fortgeschrittener Minenlaser erforderlich. Sehr schön. Habe ich gerade nicht. Da ist eine wunderliche Kiste. Kryozagen sind natürlich wieder nicht im Lande. Oh, wie süß die beiden. Oh. Eine seltsame Gattung und seltsame Paarung. Die beiden. Mhm. So. Voll entwickelt. Alter, ah ja, okay. Steht sogar unten links jetzt, was das ist. Ah, cool, dann braucht man das gar nicht mehr machen im Menü. Huch. Boah, das ist aber echt rar, ne? Dieses Chrysozagen ist aber echt rar auf diesem Planeten. Also es ist nicht viel von vorhanden. Also immer nur so... So Bruchstücke mäßig. Aber Hauptsache, wir finden was. Das ist ja die Hauptsache. Ich weiß, ist jetzt nicht so... Ist jetzt nicht so pralle. Was ich mir noch wünschen würde für dieses Spiel, liebe Hello Games, liebe Entwickler von Hello Games, was ich mir wirklich noch... Hallo? Wo waren die anderen beiden denn? Ach, hier oben. Was ich mir wirklich noch wünschen würde, wäre bei einer, wenn man, hallo? Hallo? Ich würde, hallo? Moment. So. Was ich mir gerne wünschen würde, wäre auf dem Planeten, wenn ihr das vielleicht einrichten könntet, dass man vielleicht noch so Gegner hat. Das wäre noch geil. Das wäre noch richtig ein Traum. Wenn man noch so, wenn man so eine, ich sag mal so wie wir jetzt hier so eine Tour macht, wo man halt, oh, da oben müssen wir hin. Wenn man so eine Tour macht, so wie wir müssen jetzt Kryozagen sammeln und so ein Tralala,
damit das ein bisschen spannender ist, dass man zum Beispiel auch auf eigenen Planeten so richtig so Gegner hat, wo man dann auch ein bisschen kämpfen muss. So wie zum Beispiel, sage ich mal, bei Minecraft so die Zombies oder so. Ne? Wo man halt aufpassen muss, oh, ist so zu riskieren, ich muss da hin und so. Das wäre noch geil, das würde das Ganze noch ein bisschen Pep geben. Weil so bist du ja jetzt am Farmen und ist jetzt nicht so spannend, ne? Aber das wäre noch ganz cool, das würde das Ganze noch ein bisschen auflockern und ein bisschen noch Dynamik reinbringen. Ich meine, klar macht das natürlich auch Spaß, das Suchen und so, natürlich, ne? Und klar ist es natürlich jetzt kein Minecraft, aber... Ich bin der Dino! Und, huch, plöppe einfach mal nach unten. So. Wie die aussehen. Ja, sehr schön. Ich bräuchte mal ein bisschen... Ah, wie viele Dinos hier sind. Voll geil. Okay, dafür alleine deswegen hat sich das doch schon gelohnt. Also die Tour. Alleine diese Tiere jetzt mal wieder zu sehen. Voll geil. Bin schon wieder hin und weg von diesem Spiel. So. Sync. Das Schlimme ist an diesem Spiel, muss ich noch sagen, was ich aber auch schön finde, ist, man verliert sich so schnell da drin, wenn man Spaß hat mit dem Spiel. Und, ich glaube... Alter. Das habe ich gerade noch von gesprochen. Man verliert sich sehr schnell im Spiel, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache. Und ja, wir haben schon 1 Uhr. Oh Gott. So lange wollte ich eigentlich gar nicht gemacht haben. Aber egal. Gut. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen aufnehmen für YouTube und so. Aber wenn wir schon einmal dabei sind. Was wir haben, haben wir, ne? Ja. So, Scanner wird aufgeladen. Wir schauen mal. Haben wir nochmal irgendwie so ein paar... Ich will jetzt auch nicht zu weit weglaufen. Jetzt bin ich auch schon so weit weggelaufen vom... Ah, da. Vom Auto, ne? Aber gut, das Auto ist ja dann jetzt nicht mehr relevant. Brauchen wir ja eh nicht mehr. Wir kommen auch ganz gut so klar zu Fuß. 2 Minuten bis zu unserem Schiff. Na? Hallo? Da ist nochmal Zink. Was ist das denn da hinten? Roma Gebucht. Achso, das ist unser. Achso, da können wir unser Fahrzeug ja rufen, stimmt. Und unser Fahrzeug steht wo? Da. 3 Minuten. Ja. Beides von der Hälfte entfernt. Aua. Beides von der Hälfte entfernt. Okay. Wir haben. Hier. Hier. Ich hoffe, mit der Aufnahme ist soweit alles in Ordnung. Das wäre immer so schade, wenn die Aufnahme verkackt ist oder so. Das wäre immer echt schade drum. Aber manchmal. Du kannst mich mal am Arsch lecken mit deinem Fahrzeug, Minenleser erforderlich. Ich bin auf Kryozagentour, auf nichts anderes. Ich will Glas endlich haben. Und endlich habe ich das Material gefunden, was ich brauche. Und wir finden ja auch unterwegs Zink. Das ist super, dass wir auch gleichzeitig das kombinieren können mit der Zinksuche. Weil wir brauchen ja immer wieder zwischendurch ein bisschen Zink. Fällt mir ja gerade ein. Und wenn wir das kombinieren können, ist das super. So, dann nehmen wir das noch mit. Hier vorne war auch nochmal Zink, ne? Da genau. Können wir gleich nochmal... Wie lustig. Oh, ich bin so süß. Wow, huch. War nicht gerade hier irgendwo... Hä? Komisch, immer wo die Zinkpflanzen sind, sind immer diese Fleischpeitschen in der Nähe. Komischerweise. Da ist schon wieder so eine Technologie oder... Narithaufen, oder wie das heißt. Nehme ich natürlich mit. Ja. Stimmt doch gar nicht. Wir sollten uns gleich mal aufwärmen. Plutonium. Das Spiel fängt an zu ruckeln. Und wir sollten mal... Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Ich brauche... Was brauche ich? Ein Speicherpunkt. Ich brauche Eisen. Ganz schnell brauche ich Eisen. Oh, ernsthaft. Ich brauche mal eben schnell... Ich will unbedingt mal schmeicheln. Ernsthaft? Tatsache.
Weil ich will mal eben schnell... Oh, das gibt's doch nicht. 10 Stück noch. Weil mir gefällt das nämlich gar nicht, dass das Spiel gerade so am Ruckeln ist. Ich brauche... Oh Gott. Und wir müssen uns schnell... Ah, das ist die Fahrzeugbucht. Warte mal eben. Weil sonst erfrieren wir gleich. Tatsache, wir sind hier schon hingelaufen. Das ist ja super und praktisch. Warte. Zack, haben wir unser Fahrzeug wieder. Und zack, können wir uns aufwärmen. Und werde jetzt direkt mal gleich mal speichern. Währenddessen uns nochmal umschauen wegen... Keine Kryozagen mehr gefunden. Wir werden auf jeden Fall auf diesem Planeten nochmal ein bisschen weiter reisen. Um Kryozagen zu finden. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Ich schau mal eben. 250. 250. Wir sind 500. 500. 600 haben wir gerade mal. 600 haben wir gesammelt. Das ist nicht viel. Ich werde das schon mal, rüberpacken ins Raumschiff. So, warte mal. Objekt übertragen. Weil im Raumschiff können wir ja mehr tragen. So, dann ist das schon mal im Raumschiff. So, 500 plus 100 sind 600. So, jetzt kann ich aussteigen und mal eben einen Speicherpunkt bauen. Wenn ich dann nochmal Eisen finde. Irgendwo auf die Schnelle. Eisen. Das dürfte aber reichen, ne? Ja, genau. Puh. Ich habe nämlich Angst, dass das Spiel schon wieder abstürzt. Und dann wäre nämlich alles weg. Deswegen, das wäre nicht so gut. Ich möchte aber trotzdem zu unserem Schiff gehen. Und ein... Ah, warte mal. Wir machen das aber anders. Ich nehme die Sachen nämlich jetzt wieder mit. Ich bin ja nicht doof, ne? Kann ich auch löschen? Achso, der bleibt dann hier. Okay. So. Ja, ja. So, dann starten wir mal. Und schauen mal, ob wir irgendwie noch... Ach, das ist ja noch so weites Land. Hallo, Framerate? Wieso ruckelt das Spiel jetzt so extrem? Ach, das ist ja noch so weites Land. Hier werden noch so viele Kryozagen wahrscheinlich geben. Ich werde mal hier landen. Hier sieht das ganz gut aus. Hier können wir auch mal eben landen und schauen, was uns hier erwartet. So. Das sieht doch super aus. So, dann schauen wir mal. Kann ich jetzt mal eben eine... Exofahrzeug. Warum kann ich nicht bauen? Nein. Ernsthaft? Man kriegt die galvanische Zelle nicht zurück und Tyridum auch nicht. Dann nicht. Dann muss ich halt so laufen. Dann ist mir das egal. Und da haben wir schon. Cool. So.